Yo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe jetzt schon länger keins mehr gemacht. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal so ein FAQ. Und weil ich ja so ein Abo-Special mal angekündigt habe, ist es jetzt einfach das, ne? Das hier ist jetzt mein Abo-Special. Ich habe jetzt mittlerweile schon 139 Abonnenten, also ein 139 Abo-Special für authentisch sein und so, ihr wisst schon. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache so ein FAQ. So ein häufig gestellte Fragen-Video, wo ich Fragen beantworte. Und da ich ja keine Community habe, denke ich mir jetzt einfach ein paar aus, ne? Ja, also. Ich hatte auch überlegt, vielleicht mache ich so ein Video, wo man so ein kurzes Video stellt mir Fragen und so ein Scheiß. Und dann kann man das kommentieren. Aber das wäre dann auch peinlich, wenn das keiner macht. Also denke ich mir jetzt einfach was aus, ne? Ich meine. Also ich habe jetzt im Internet einfach mal welche geguckt, was andere YouTuber für Fragen haben. Ja, da benutzen wir die jetzt einfach. Fangen wir an mit der ersten. Wie alt bist du? Danke für die Frage. 20. Ich höre mich an wie 15 oder so, aber ich bin wirklich 20. Welchen Beruf machst du? Ja, ich bin arbeitslos. Ist eigentlich voll, das sind solche Nonsens-Standardfragen, die jucken eigentlich gar keinen, aber tja, da habt ihr jetzt Pech halt. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ey, ganz ehrlich, was hab ich da für Sachen rausgeschrieben? Lieblingsfarbe, ja? Oh mein Gott, was ist dein Lieblingsspiel? Das ist viel wichtiger. Ganz ehrlich, Leute, Left 4 Dead 2 ist einfach das Geilste. Es ist einfach King. Ja, Left 4 Dead 2, diese Zombies, ey, es ist der Wahnsinn. Ich hab's schon so viel gespielt mit meinem Bruder, ey, süchtig gewesen. Dann World of Warcraft, auch richtig geil, aber ich hab ja vorgehabt, Let's Play davon zu machen, aber das ist dann irgendwie nichts geworden, weil, was willst du bei Le WoW Let's Play? So, dann läufst du da rum, boah, geil, machst du deine Quests. Ist auch scheiße. Ich wollte auch eigentlich, mein Bruder, der hat sich einen High-End-Gaming-Rechner gekauft. Und dann wollten wir richtig loszocken, ey. Und der Typ, der ist Katastrophe, Alter. Der zockt einfach nicht. Der hat einfach keinen Bock mit mir zu zocken. Der spielt den ganzen Tag Fallout 4, ey. Was ich noch geil finde, ist CSGO, aber da bin ich richtiger Noob und Anfänger und Lowbop. Und GTA San Andreas. Und Half-Life 2. Geilste Spiele überhaupt. GTA San Andreas, ohne Witz. Gönnt euch das. Das ist der Wahnsinn. Und Half-Life 2 sowieso. Nächste Frage. Welches Spiel hast du am meisten? Also es gibt so ein paar Spiele, die ich übertrieben hasse, die ich einfach scheiße finde. Und zwar H1Z1. Ohne Witz. Ey, das ist so ein Scheißdreck. Dass das so viele Leute spielen und das auch gestreamt wird. Ey, nee, das geht einfach nicht. So ein Kack. Ich habe das gespielt. Ich habe mir das für 20 Euro gekauft. Guck mal. Ne, Sony hat ein Videospiel released, hat angekündigt, ja, Zombie-Spiel, Free-to-Play, soll richtig cool sein. Ich habe mir schon so gedacht, okay, Free-to-Play, Sony, das ist Planet-Side-like, wird vielleicht scheiße, ne? Dann kommen die da mit so einem Zombie-Spiel, kündigen das alles an. Auf einmal meinen die so, ja, 20 Euro, es kostet 20 Euro, ein Free-to-Play-Spiel. Ja, aber wenn es dann fertig ist, dann kann man es kostenlos spielen. Wo ich mir so frage, hä? Also ich soll für ein unfertiges Early Access Alpha Spiel 20 Euro bezahlen, aber für wenn das fertig ist, gar nichts. Das Spiel hatte in den ersten Monat schon irgendwie danach, ich glaube 250.000 Cheater wurden gebannt. Und dann hat Sony so eine dumme Aktion rausgehauen. Ja, wenn man gebannt wurde, dann muss man ein Entschuldigungsvideo auf YouTube machen. Also sehr konsequent, diese Leute. Also richtig flop und es lief auch gar nicht. Und dann auf einmal meinten sie, ja, wir teilen das Spiel auf in zwei Spiele. Battle Royale und Survival-Kram. Okay. Und die muss man dann beide noch jeweils, also wenn man das Spiel noch nicht hat, muss man die dann jeweils für 20 Euro kaufen. Also ab jetzt gibt es nicht mehr H1Z1, sondern nur noch zwei Spiele, die du für 20 Euro je kaufen musst. Und dann hatten sie noch überlegt, vielleicht so ein Abo-Bezahlmodell. Solche Fotzen, ey, nee. Und dieses Spiel, das wird so gefeiert, ich check das gar nicht. Ich check das einfach nicht. Ey, nein. Und War Z ist ja noch der größte Hammer. Ey, War Z. Also wer das noch spielt, ne? Der hat es nicht anders verdient. Welcher ist dein Lieblings-YouTuber? Frage Nummer. Welche Frage ist das? Ist ja auch scheißegal. Welcher ist dein Lieblings-YouTuber?
klar. Ganz logisch, Gronkh. Ganz, ups, ganz logisch, ist einfach so. Gronkh ist einfach der Allergeilste. Gronkh, wen mag ich noch? Montana Black 88, geiler Typ. Flying Uwe, auch chillig. Aber bei denen, manchmal, das geht mir manchmal auf den Sack, was der so. Manche Sachen nervlich, aber den finde ich richtig korrekt. Warte mal, ich gucke doch so viele. M-Core, richtig geiler Typ. Ja. Welcher ist dein Lieblingsstreamer? Bessere Frage. Ja. Rexonia, ganz ehrlich. Kann man einfach nichts sagen. Rexonia, krasseste Frau, ey, auf Twitch. Die hat das einfach, die hat einfach das Streamer etwas. Geht da mal hin. Ich mache diese ganzen Links von den YouTubern und so in diese Beschreibung rein. Schaut da mal vorbei, die ist einfach krass. Rexonia ist einfach krass. Und dann gibt es noch diese andere, Rundaria. Die hat jetzt irgendwie so 200 Follower. Ich gucke generell diese kleinen Streamer viel lieber. Ne, die sind nicht so abgehoben. Wenn ich mir so angucke, bei Montana Black oder so, der kriegt eine Donation rein. Ey, das irgendwie 20 Euro juckt ihn einfach gar nicht. Und, ah, das ist irgendwie, das ist mir auch zu viel. Dann willst du in Chat und der Chat, das ist dann so unübersichtlich. Bam, 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 bam. Da kommen die ganze Zeit Nachrichten rein. Deswegen, ich finde diese kleinen Streamer viel cooler. Ich gucke generell viel so kleine. Wen hast du am meisten? Also auf YouTube. Welcher YouTuber ist dein meistgehasster? Also ich weiß gar nicht. Ich hasse gar keinen besonders. Also was ich gar nicht abkann, ist Simon Desiu, Leon Mascher, Apo Red. Die machen nur Scheiße. TBC, The BA Corner. Das ist der größte... Ehrlich, so ein Spaß habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Gibt es nicht irgendeinen YouTuber, den ich hasse? Can Broke und Memo HD finde ich auch mega zum Kotzen. Also, Memo HD ist ja ganz gut, dass der diese Pädophiler wird ertappt Serie gemacht hat, aber ach, seitdem der anderen Content macht, ist der einfach scheiße geworden. Aber vielleicht ist der privat auch mega korrekt und so, aber ich finde den Typen, der labert nur scheiße irgendwie. Das finde ich, ist so, finde ich. Oh, ich hatte bei Lieblings-YouTuber voll welche vergessen. KuchenTV finde ich chillig. Ach, da sind mehrere. Aber die ich hasse, das sind, also die, wo ich, die ich gar nicht mag. Mert ist ja kein YouTuber mehr, den nimmt ja auch keiner mehr ernst. Wen mag ich noch alles nicht? Ja, das war's so, ne? Also diese Standard-YouTuber, ne? Achso, hier habe ich auch nochmal eine Frage, die habe ich in einem anderen Video gesehen. Was wäre schlimmer, wenn dein Sohn schwul oder muslimisch wäre? Also erst einmal, ich habe natürlich keinen Sohn, ich bin 20 und wenn ich jetzt einen Sohn hätte, dann wäre das wahrscheinlich ein Baby. Aber ich muss ganz ehrlich sein, also ist ja jetzt beides nicht so eine... Sag ich jetzt mal, nette Antwort, aber also wenn er Muslim werden würde, das wäre schlimmer, ehrlich. Also wenn er schwul wäre, okay. Ja, wenn er auf Kerle steht, ist schön. Dann hat er hier in dieser Gegend, wo ich wohne, mehr Chancen, als wenn er auf Frauen steht, weil hier gibt es mehr Schwule als normale Frauen. Also es gibt hier mehr Frauen, aber keine normalen. Also das ist ganz phänomenal. In dieser Gegend, wo ich wohne, die sind alles solche Junkies und kannst du die Hälfte der Leute in die Tonne hauen. Also, aber wenn er ein Muslim werden würde, das würde ich nicht so toll finden. So, kommen wir zur nächsten Frage. Stehst du auf Männer oder auf Frauen? Viele sagen immer, ich bin schwul. Bin ich nicht. Ich glaube, meine Cousine, die denkt, ich wäre schwul. 100 pro, ich glaube das wirklich. Ich glaube echt, die denkt, ich bin schwul. Scheiße, ey. Ich glaube das wirklich. Weil ich hatte mal unterhalten mit ihr. Da ging es irgendwie darum, ich habe mich mal auf MeetMe angemeldet. Und generell. Und dann habe ich nur Nachrichten von Kerlen gekriegt. Und dabei stand in meinem Profil hetero, wo ich mir so denke, ey, was ist denn mit euch los? Das kann doch nicht sein. Und das war voll ein Schock für mich. Und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch irgendwie, dass da so ein Kerl auf mich steht. Und dann hat die gefragt, und? Was und? Da habe ich gesagt, ja, Katastrophe. Aber ich glaube, die denkt echt, ich bin schwul. Aber nein, ich stehe auf Frauen. Ich stehe auf Frauen und auf... Nein, ich stehe auf Tiere. Nee, ich stehe ganz normal auf Frauen. Auf Titten, ey, boah. Ups, mein Mikrofon, es steht voll im Weg. Eine Frage hat mir jemand auf Tumblr gestellt, die mache ich nochmal mit rein. Aber die hat mir wirklich jemand gestellt. Wenn du Diktator eines Landes sein müsstest, welches wäre es und warum? Boah. Also 100 pro, ich glaube Amerika, weil... Es gibt ja dieses Buch der Präsidenten und da stehen ja alle Geheimnisse drin. Ey, ohne Witz, ne?
Ich würde Diktator von Amerika werden. Ey, ich könnte mir dieses Buch angucken. Ich würde endlich alles über Aliens herausfinden. Ohne Witz, wer würde das nicht? Stell dir vor, du bist Diktator von Amerika, ey. Und ich glaube, ich wäre ein besseres Staatsoberhaupt als wie heißt denn der Typ, ey? Wie heißt denn der jetzt? Ich habe seinen Namen vergessen. Donald Trump, genau. Junge, Alter, ich würde mir dieses Buch sofort schnappen. An meinem ersten Amtstag, ich würde es mir schnappen und lesen. Das Buch der Präsidenten, ey, da steht alles drin. Die Wahrheit über Aliens. Keine Ahnung, ne? Das war mein mega krasses 139 Abonnenten-Special. Mein FAQ, wie gesagt, die Fragen, da musste ich mir die meisten einfach ausdenken, weil ich habe halt noch, ich meine, mit 100 Abonnenten, da ist jetzt mit Community nicht so krass. Naja, ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, unterhalten und so. Ich habe ja jetzt auch schon länger nichts mehr hochgeladen. Das war also ganz nötig. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren, das ist immer willkommen. Einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, dann fickt euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.